gut, was haben wir denn hier? Company Group. Oh. Ich liebe dich auch. Gute Nacht, Lektüre. Das brauche ich auf meiner Reise nicht. Und zum Lesen bleibt keine Zeit. Was ist da? Streichholz. Dinge des nicht alltäglichen Bedarfs. Die Leiter, um dahin zu kommen, ist auch irgendwo. Mhm. Das ist aus Ätna, glaube ich. Die heilige Granate ist aus Worms. Kleiner Spind. Endlich habe ich meinen Anzug. Wilma, hoppala. Du hast nichts gesehen. Ja. Habe ich da wirklich nichts gesehen? Ich weiß es nicht. Feinster Zün. Wo ist... Geh mal raus. Ich möchte momentan nicht mit ihm reden. So wie er begleitet ist, würde ich nur auch permanent auf sein einsames Haar auf seiner Brust starren. Was mit Chasin Rums? Wie geht es dir jetzt? Mit der Mütze viel besser. Ich muss noch einiges erledigen. Pumpe? Okay. Suchen wir uns eine Leiter, würde ich sagen. Aber wo? Ich weiß nicht, wo eine Leiter ist. Die Leiter, ob dahin zu nehmen, liegt da auch irgendwo. Ach so. Es fängt wieder an. Ich weiß nicht wieder. Den Anzug haben wir jetzt. Alter, wie geht's weiter? Ich muss gerade nicht. Die Klobrille hatte ich festgenagelt, um Schatzen rum, zu zwingen, sich beim Pinguin hinzusetzen. Mit eher mäßigen Erfolg, wie man sehen kann. Um teures Leitungswasser zu sparen, habe ich mir diese Duschanlage selbst gebaut. Die Baumaterial habe ich aus den Ressourcen der umliegenden urbanen Wildnis genommen. Ich möchte jetzt nicht duschen. Okay. Aber jetzt nicht mehr, weil ich da duschen. Ja, das wird ein langes Let's Play. Was will ich damit? Keine Ahnung. Magst du Marzipan? Nein. Okay, dann nicht.
Rose einen ausgezeichneten Zahnarzt haben. Mann. Ziehen an eine eigene Sicherung, da ich manchmal Kosten verursache, wenn ich beim Zocken meine Arme hochreiße. Okay. Die Frittenkühler meines Rechners. Das flüssige Fett bekomme ich vom Bartlis Bratbude um die Ecke. Seit ihr pubertierender Sohn im Endbiss aushilft, hat der Fettausschuss stark zugenommen. Okay. Was könnte ich machen? Ah, jetzt bin ich wieder am Suchen und gleich, zack, kommt mir diesen Kopf. Weiß ich jetzt schon. Lieber Gott im Himmel, sag mir, wo ich hingehen muss. Ich weiß es einfach nicht. Autsch. Pömpel vielleicht damit. Oder damit. Ich weiß es ehrlich gesagt null. Gucken, ob vielleicht auf dem Balkon irgendwas Neues ist. Entschuldige, Sound. Ich bin am gucken, wie ich das jetzt hinkriege, Kurt. Ich weiß es nicht. Ich finde einfach keine Lösung. Was könnte man machen? Ich weiß es einfach nicht. Ich komme nicht drauf, Mama.
Ich hatte da eine Idee. Ein durchgemachter Schwert für euch das nützliche. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Oh, ein Bambusspender mit Gelb-Nebelkopf. Wo kommt der denn auch nochmal her? Ah, der muss aus dem Waisenhaus sein, aus dem ich auch meinen Weihnachtsbaum habe. Ah, okay. Jetzt können wir, glaube ich, Bonbon spenden. Ich gönne mir meinen Bonbon. Aua! Hey, das Ding beißt zu, wenn man das versucht, einen Bonbon zu nehmen. Der Spender will so wenig einen Bonbon rausrücken wie Gabe Neville Half-Life 3. Oh ja. Mit Gabe kann ich das Kabel sicher problemlos durchtrennen. Ah, super. Und zack. Scheiße. Sieg durch technisches K.O. Ja, aber jetzt können wir das. Da dran. So, der Computer ist mit einer zusätzlichen Spannungsquelle verbunden. Das dürfte ihn ordentlich beschleunigen. Ich habe Angst. Okay. Na dann wollen wir mal. Aber vorher noch ein Sicherheitshinweis. Liebe Kinder, macht das keinenfalls zu Hause nach. Und wenn doch, wascht euch wenigstens davor die Hände. And lift off. Huch, was war das? Ich stelle den Lichtschalter vorerst auf aus. Los, ich habe bereits die Glühbirne abgezogen. Die Kabel möchte mich noch nicht an der Decke ziehen. Was bringt es den Turboschrucken? Ich lasse ihn besser vorerst aus, okay. Ja, leck mich am Arsch. Die Sicherung ist rausgeflogen. Das Spiel, Mats. Was war das? Irgendwas ist doch gerade explodiert. Ich mach den Kasten zu, weil sie schon wieder drin ist. Ja, wo ist denn die Sicherung? Ach, da ist die Sicherung. So, ich nehme sie mal lieber mit. Heißes Hüßchen, mein Junge. Gehen wir jetzt mal zum Sicherungskasten, wie er sich gehört. Ich setze sie mal wieder rein. Super, vielleicht Sieg leben. Er ist noch zu und er bleibt auch besser zu, okay. Neuer Versuch. Nächster Versuch. Ist ja nicht wahr, ich stelle den Schalter vorerst auf aus. Ich muss verhindern, dass sich da nicht rausspringt. Ich würde dir helfen, aber was knallt denn hier ständig? Ich hab's. Oh ja, das würde ich mir wieder ansehen. Kleber mit den Sicherung. Der Klebstoff könnte die Sicherung daran hindern, immer rauszuspringen. Ach. Was stand da? Das bringt es, solange ich die Tube von der Kappe nicht aufbekomme. Gabe könnte den Kleber zwar aufbeißen, aber die Tube würde ich nicht mehr zubekommen. Wo könnte ich das? So, das Spiel geht auch nicht. Kriegt die Tube nicht auf. Ist hier vielleicht was? Also, was könnte man machen? Da oben komme ich ja nicht dran, das ist das Problem. Sonst hätte ich das ja schon gemacht, aber ich komme nicht hin.
Du sagst mir die Lösung. Ich verzweifle hier. Oh Mann. Wie mache ich das? Vielleicht kann es einer von denen uns helfen. Na. Ja. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach aus. Hey Rums, bekommen Sie vielleicht die Kappe von Klebstoffstufe aufgedreht? Sicher, gib her. Hier, so hier, bitteschön. Was war jetzt das Problem? Danke, du bist wirklich ein Schatz. Leider ist mein rechter Arm nicht so durchtrainiert wie deiner. Du mich auch, Onk. Der Klebstoff wird sich schon daran hindern, immer rauszuspringen. Wie sich das anhört. Mir ist immer noch nicht ganz wohl mit dem Leim im Inventar. Die Klebstoffstufe war immerhin verschlossen. Oh oh. Ich glaube, es ist etwas Klebstoff daneben gegangen. Ich bekomme mein Inventar nicht mehr auf. Scheiße. Duschen. Ah. Ah, super. Vielleicht löst der Nagellackgefallen auch Klebstoff auf. Ich könnte damit versuchen, mein klebriges Inventar zu öffnen. So, ganz vorsichtig. Ich brauche ganz eigentlich nicht viel von. Ah! Oh, oh! Oh Gott, wie das brennt! Seine Verstopfung scheint sich gerade zu lösen. When the leaves break. Puh, das war gar nicht so schlimm. Inventar wieder einsatzbereit. Nice! Gehen wir jetzt am Sicherungskasten, würde ich sagen. Jetzt dürfte die Sicherung fest in ihrer Haltung bleiben. Und wir gehen es ausprobieren. Jetzt kommt's. Testen wir es, schaffen wir es oder nicht? Wir werden sehen. Jetzt müsste alles klappen. Alter. Ist ja Hammer. Wow. Also ich weiß jetzt Bescheid. Ich mach's auch, ne? Monitor. Das bringt es den Turboschalter zu drücken. CD-Laufwerk. Let's gamble. Video check. Gut. Okay. Möchte mit dem. Okay. Und? Und wie geht es dir jetzt? Mit der Mütze viel besser. Okay. So, ich habe alles, was ich brauche. Ab zum Vorstellungsgespräch. Kommt, Jungs, wir können gehen. Schnell, wir müssen uns. Oh, shit. Das hatte ich ganz vergessen. The Stairway to Hell. Ist bisschen scheiße, ne, gelaufen. The End. Und wir haben. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Einkäufe bis zur Wohnungstür liefern lasse. Onventur. Bum bum. Bum bum. Vielen Dank fürs Spielen von Onventur, dem kleinen gerosteten Trip in das fiktive Leben eines aufstrebenden Let's Players und Alleinunterhalters. Falls das Kurzadventure gefallen hat, dann schaut doch mal hier vorbei. Hey Jungs, ihr seid auch hier? Na klar, wir wollen uns doch verabschieden. Wo sind... Es ist so dunkel hier. Das sind die Credits, Karasar. Mir ist kalt. Also das sind die da. Ihr kennt die bestimmt. Dank gilt den Tester für ihr Lekrograd, den Tipps, Anregungen und Anfälligkeit. Tigerente. Nukutato, ja. Sind ja nicht so viele Tester. Das ist wahr, ja.
Ich glaube, ich bin blind. Die Rückmeldung der Tester war offensichtlich nicht groß. Ohne der Entwickler hat keine Freunde. Könnte auch sein, wenn ich ehrlich bin. Mir ist schlecht. Besonders dann gibt es Investoren, deren Counterface und die Persönlichkeit als Referenz für die im Spiel auftauchenden Charakter dienen. Wenngleich dieses Teil satirisch bis gründlich verzerrt dargestellt wurde. Auf das sie mir einen kleinen Streich durchgehen lassen und wir ihnen ein bisschen schmusen können. Na, wer da wohl gemeint ist? Ja, eigentlich ist es ganz offensichtlich. Ganz lieb sei Sazen Rumpel und seine verrückte Komitee begrüßt. Hey, Sazen Rumpel, ist das nicht der Vorgesetzte von Kronk und Sarasa? Ja, du sollst den Namen doch nicht nennen. Ich hab Hunger. Der Meisterdank gilt tolle Sachen mit Visionär. Der Meisterdank gilt den Machern von Visionär Studios oder dann genau diesen. Und leicht verständliche Event. Oh. Ihr seht es ja. Die Musik schwingt schon irgendwie. Oh ja. Wobei es Stairway to Heaven eine Anspielung auf Stairway to Heaven ist. Mein Kopf brummt und es geht nicht weg. Sicher, dass er keine Referenz zu Highway to Hell sein soll. Das glaube ich nicht. Immerhin ging es um die Musik in den Treppenhaus los. Das sind die genutzten Software. LibreOffice, okay. Haltet mich nicht auf. Interessant. Wie ihr seht. Der Inhalt des Spiels, insbesondere Sounds, Musik und Grafiken, sind urheberrecht geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit ich ausrichte, anders gezeichnet bei Part Sartre. Bitte setz dich mit mir in Verbindung. Ach, so ein Spielverderber. Es ist erst lange daran gearbeitet und kann verstehen, wenn er nicht will, dass andere sich daran vergehen. Ausgenommen davon sind die bereits genannten Inhalte, Videos und Screenshots, die das Spiel geschickt zeigen. Okay, ich muss mal. Sag mal, was ist eigentlich mit Karasa los? Ich glaube, er hat dein Nagellack getrunken. I full luck. Keepen. Das erklärt einiges. Ich liebe den Geruch von Marzipan am Morgen. Wie Pan im März. Verstehst du? Okay, wir sollten die Sache hier langsam beenden. Besser ist es. This is the end. Eine Frage hätte ich doch noch. Warum trage ich denn nun ein Feenkostüm? Ich weiß auch nicht, was den Weg dazu geritten hat. Vielleicht will er damit andeuten, dass die Vollversion dieses Adventures ein In-Game-Store haben wird, in dem er die Spieler mit Hilfe Micropayments übersteuert und nutzt, dass Skins kaufen kann. Das hat er jetzt wirklich nicht gesagt, oder? Doch hat er. Schnell weg hier. Oh, hallo, schöne Frau. Karasa nicht. Halt, lauf nur nicht weg. Oh je. Wer könnte das die Frau gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, da kommt nichts mehr. Oder? Na gut. Dann machen wir jetzt den Schluss. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gucke, wie ich das schneiden werde. Ein paar Folgen werden das. Freut euch auch schon auf den zweiten Teil. Den werde ich auch nochmal let's playen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Oder auch ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Um meine Videos nicht zu verpassen. Ich danke mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, hattet ihr viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, wir beenden das Spiel. Mit einem netten Fate-Bool. Und danke an Panzante, dass du das Spiel gemacht hast. War ja lustig. Und na klar hat man erkannt, wer das war. Aber naja, zu viel geschwafelt. Wir sehen uns das nächste Mal oder hören uns erstmal. Danke fürs Zuschauen und
Ciao.